Hallo alle miteinander. Es ist mal wieder Zeit für ein gemeinsames Workout. Heute steht der Oberkörper auf dem Programm, also hauptsächlich Schultermuskulatur, Brustmuskulatur, Arme. Es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen anstrengender werden. Und so langsam werden sich auch die ein oder anderen Übungen wiederholen. Irgendwann ist dann auch das Pensum erschöpft, was man so zu Hause machen kann mit bzw. ohne Gerätschaften. Bitte seht es mir danach, dass da jetzt nicht jedes Mal irgendwie immer was komplett Neues kommen kann. Für heute brauchen wir, wie ihr jetzt schon aufgebaut seht, wieder zwei Stühle und einen Stock oder Besenstiel oder Staubsaugerrohr oder irgendwas, was wir als Stange da drüber legen können. Polstert das so ab, dass es einigermaßen sicher drauf liegt und dass die Stühle nicht umkippen und die Stange nicht irgendwo großartig darauf verrutschen kann. Des Weiteren brauchen wir einen kleinen Ball oder irgendwas ähnliches, was wir gut von einer Hand in die andere werfen können. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Stony, das ist so ein sandgefüllter 2 Kilo schwerer Ball. Letztlich jeglicher Ball oder kleine Flasche oder meinetwegen zusammengeknülltes Paar Socken, irgendwas, was ihr hochwerfen könnt und wieder fangen könnt, tut es auch. Muss kein Gewicht haben, nur irgendwas, was man gut greifen kann und gut von einer Hand in die andere werfen kann. Ja, das Ganze heute, 9 Übungen erwarten euch in 3er-Sets. Ja, immer mit dem Schwerpunkt irgendwas in Liegestütz-Variante, eine zusätzliche Armübung, Schulterübung und eine Bauchübung in jedem Set. Ja, heißt, im Warm-up werden wir uns auch speziell mit dem Oberkörper befassen. Wir fangen an mit Schulterkreisen. Wir versuchen, die Arme locker hängen zu lassen, kreisen die Schulter in großen Bewegungen, konzentrieren uns dabei darauf, wie die Schulterblätter zueinander bewegen, sich bewegen, wie in jeder Runde weit auseinander gehen und eng aneinander kommen. Konzentriert euch wirklich dabei darauf, die Arme locker hängen zu lassen und nicht irgendwie hier mit den Ellbogen mitzuziehen, sondern versucht ganz isoliert nur die Schultern zu bewegen. Und tauschen die Richtung. Die ganzen Kreise auch nach vorne. So, und eine Schulter vorwärts, einen zurück. Versuchen wir also erstmal die Schultern anzuziehen. Eine nach vorne, eine nach hinten, unten hängen sie denn locker und bringen sie wieder entgegengesetzt nach oben. Auch da tauschen wir die Richtung, ziehen wieder beide Schultern hoch und lassen eine bewusst nach hinten kreisen, eine bewusst nach vorne. Immer wieder darauf achten, nicht, dass er hier irgendwie so ein wechselseitiges, beziehungsweise nicht wechselseitig, sondern in die gleiche Richtung nur zeitversetzt. Das wollen wir nicht, sondern wirklich in den Körper hineinspüren, meinetwegen auch vom Spiegel machen, gucken, ob eine Schulter sich vorwärts kreist und die andere rückwärts. So, wir strecken die Ellenbogen zur Seite, kreisen unsere Unterarme, probieren große Kreise mit den Unterarmen zu beschreiben. Die Ellenbogen bleiben dabei an einem Fleck. Es drehen sich nicht nur die Hände, sondern wirklich der ganze Unterarm. Alles unterhalb des Ellenbogens bewegt sich und andersherum. Und führen die Unterarme aneinander, Finger aneinander verschränken und Handgelenke kreisen. Gleich mal an, in welche Richtung sich gerade die Hände drehen. Versucht euch das zu merken. Dann halten wir an, verschränken die Finger andersrum, sodass der andere kleine Finger vorne ist und kreisen andersrum. Und stoppen das Ganze. Strecken die Arme nach vorne, greifen. Bei jedem Mal Hände, Fingerspitzen wieder aufstrecken, versuchen wirklich darauf zu achten, ganz die Hände zu öffnen
Also nicht nur halb, sondern wirklich Finger komplett strecken. Gerade wenn es dann irgendwann anstrengend wird, immer wieder daran denken. Achte darauf, dass er nicht irgendwie den Bauch vorstreckt, sondern Bauch ist fest, Hüfte leicht nach vorne gekippt, Hintern eingezogen. Drehen die Handflächen nach oben. Immer noch schön öffnen und schließen. Die Arme nach oben. Hände zeigen nach hinten. Und Hände drehen zueinander. Öffnen die Arme zur Seite. Immer noch schön öffnen und schließen die Hände. Und Hände nach vorne gedreht. Arme nach vorne zusammenbewegt. Schultern nach unten senken. Immer noch richtig greifen, richtig Hände öffnen. Gerades öffnen. Und lockern. So, legen unsere Hände vor die Brust und verdrehen unseren Oberkörper nach rechts und links zur Seite. Versuchen dabei die Hüfte nicht mitzudrehen, das Becken bleibt stehen, nur der Oberkörper bewegt sich. Und halten unsere Arme vor der Brust und neigen uns nach rechts und links zur Seite. Probiert auch da, das Becken möglichst stehen zu lassen. Also wenn man jetzt nur von eurer Gürtellinie euch abwärts sehen würde, sollte man dort gar keine Bewegung feststellen. Nur der Oberkörper geht nach rechts und links zur Seite. Dann kommen wir in den Vierfüßerstand. Knie unter die Hüfte gesetzt, Hände unter die Schultern. Versucht die Fingerspitzen, die Finger weit zu fächern. Und wir sinken in den Schultern ein und drücken uns da wieder raus. Einsinken und herausdrücken. Stützen mit unseren Handflächen, drehen aber die Hände mal in die eine Richtung, so weit wie es geht, mal in die andere Richtung, so weit wie es geht. Auch hier versuchen die Finger jedes Mal so weit gefächert wie möglich abzusetzen. Und wir kommen auch auf die Handrücken, vorsichtig das Ganze. Also auf beiden Handrücken abzusetzen, strecken die Arme komplett durch, Ellenbeugen nach vorne gedreht. Und die lassen wir dort an Ort und Stelle, wo sie sind. Wir pendeln nur mit dem Gewicht so ein bisschen hin und her. Vor und zurück und nach rechts und links. Seid da vorsichtig, sobald irgendwo was Unangenehmes und weh tut, Gesäß immer Richtung Fersen zum Entlasten. Und auch nach rechts und links. So, bevor wir jetzt wieder rauskommen, wie gesagt, Hintern zu den Fersen schieben, dass wir die Last dort wegnehmen von den Händen, bevor wir die dann runter komplett entlasten können. Einmal kurz Handgelenke kreisen. Kommen wir noch kurz ins Andehnen der Unterarme. Stellen die Handflächen auf den Boden, Fingerspitzen zu uns zeigend, kleine Fingerseite eng aneinander. Versuchen den Handballen am Boden zu lassen und lehnen uns langsam nach hinten. Strecken die Arme maximal durch, Ellenbeugen nach vorne, Schultern runter. Und vielleicht ganz leicht wippen, wenn ihr wollt. Und kommen wieder nach vorne und kreisen noch unsere Handgelenke. So. Und
unser Workout besteht heute, wie gesagt, aus 3 Runden, a 3 Übungen. Unsere erste Übung im ersten Set wird Rudern sein. Dafür brauchen wir unseren Aufbau, wie wir das hier schon gerade haben. Also 2 Stühle mit den Rückenlehnen zusammengestellt, einen Stock oben drüber gelegt, etwas schulterbreit das Ganze. Und wir greifen uns den Stock im Ristgriff, also was wir unsere Handrücken sehen, und versuchen den Stock zu der Brust heranzuziehen, also zu den Brustwarzen ran. Wenn ihr die Beine dabei anstellt, ist es leichter. Wenn ihr die Beine nach vorne hin ausstreckt, ist es schwerer. Also, wir kommen unter unseren Aufbau, greifen uns den Stock, sodass wir die Handrücken sehen können. Entweder Beine angestellt und Hüfte hoch oder ausgestreckte Beine und Hüfte hoch. Und wir ziehen unseren Stock zur Brust hin und lassen das Ganze lang wieder ab. Stock zur Brust bzw. Brust zum Stock und das Ganze wieder ab. So, Übung Nummer 1, Rudern. Übung Nummer 2 wird eine Liegestütz-Variante sein. Lizard-Push-Ups heißt, jedes Mal, wenn wir einen Liegestütz machen, ziehen wir ein Knie zur gleichseitigen Schulter. Also, Liegestütz und wir ziehen das rechte Bein zur rechten Schulter, Liegestütz, linkes Bein zur linken Schulter. Das Ganze kann man auch mit abgelegten Knien machen. Abgelegte Knie ist immer die vereinfachte Variante aufgrund der geringeren Hebel. So, und letzte Übung. Da nehmen wir unseren Stock von unserer Erhöhung. Kennen wir schon. Wir versuchen als Bauchübung unsere Füße unter den Stock, über den Stock zu strecken. Also unter den Stock und über den Stock. Unter den Stock und über den Stock. Das Ganze im Wechselspiel hin und her. Das sind unsere 3 Übungen. Rudern, diese Lizard-Push-Ups und unsere Stockübung für den Bauch. 3 Runden das Ganze, 15 Sekunden Pause, 40 Sekunden Belastung. In einer jeden Station in 10 Sekunden geht's los. Wir kommen zum Rudern. Und auf geht's. Wie gesagt, ihr habt die Wahl, ob ihr die Beine streckt oder angewinkelt lasst. Wenn ihr die Beine streckt, ist es schwerer. Und wir probieren unsere Brust bis zum Stock ranzuziehen. So hoch, so weit wie es ihr da rankommt. Hälfte ist geschafft. Ziehen weiter. Ziehen auch, bis wirklich der letzte von den 3 Signaltönen kommt. Versucht die Ellenbogen eng am Körper vorbeizuziehen. Und erste Station geschafft. Willkommen zu unseren Lizard-Push-Ups. Halten uns schon mal bereit. In den Liegestützen weit gefächerte Finger, Zeigefinger zeigen nach vorne und auf geht's. Jedes Mal, wenn ihr nach unten kommt, ein Knie zur gleichseitigen Schulter nach oben ziehen. Übung geschafft. Letzte Übung in dieser Runde. Füße, langgestreckte Beine über den Stock und unter den Stock. Auf geht's. Thank you.
erste Runde geschafft. Davon kommen noch zwei. Willkommen hier zum Rudern. Gleich bereit halten. Und los geht's. Versucht jede 40 Sekunden durchzuhalten. Wenn ihr Pause macht, dann in einer Bewegung anhalten. Versucht trotzdem noch den Hintern oben zu lassen und wenigstens zu hängen. Auch wenn ihr mal den einen oder anderen Ruderzug auslasst. 10 Sekunden noch. Und haltet die Hüfte oben. Lizard Push-Ups. Und auf geht's. Wie gesagt, abgelegte Knie, vollkommen legitim, um das Ganze einen Tick einfacher zu machen. Und zu guter Letzt, Stock greifen und Füße im Wechsel, oben drüber, unten durch. Let's go. Und dritte und letzte Runde in unserem ersten Set, bevor es in die erste Pause geht. Jede Übung noch einmal. Fangen wir mit dem Rudern an. Denkt daran, eng die Ellenbogen am Körper vorbeizuziehen. Halte den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und Zeit vorbei. So, weiter geht's mit Lizard Push-Ups. Los geht's. 40 Sekunden durchhalten, jede Übung. Letztes Mal. Dann sind wir damit fertig. Hälfte der Zeit. Auf Knie weiter. Und geschafft. Erstes Set, letzte Übung. Durchhocken der Beine durch unseren gegriffenen Stock.
Haltet durch. Let's go. Danach gibt's Pause. Erstes Set geschafft. Zwei kommen noch. Wir trinken einen Schluck. Pause. So, im nächsten Set erwarten uns ähnliche Übungen mit gleichem Schwerpunkt, trotzdem minimale Abwandlung. Unser Aufbau, der kann im Prinzip so stehen bleiben, den nutzen wir gleich weiter. Wir greifen nur anders und versuchen uns den Stock woanders hinzuziehen. Gerade eben hat man das, dass wir uns versucht haben, den Stock zur Brust zu ziehen, im Rissgriff. Jetzt greifen wir uns den Stock in Kammgriff und versuchen uns hier nicht mehr zur Brust zu ziehen, sondern zur Stirn hin. Und ihr seht gleich, wo die Belastung hingeht. Ich bewege eigentlich nichts mehr im Schulterbereich, sondern nur noch im Ellenbogen. Wir spannen nur noch den Bizeps an. Das mit langen Beinen hinzubekommen, wird sehr anspruchsvoll. Leichter als mit angewinkelten Beinen geht es leider nicht. Probiert es trotzdem so lange wie möglich durchzuhalten. Also, nochmal, wie das Ganze dann aussehen soll. Wir greifen, wie gesagt, so, dass wir unsere Handflächen sehen würden. Handrücken zeigt von uns weg. Und versuchen nicht mehr zur Brust zu ziehen, sondern zur Stirn hin. Zur Stirn. Ellenbogen oder Armrumpfwinkel bleibt die ganze Zeit im gleichen Winkel aufgestreckt. So, für Übung Nummer 2 brauchen wir jetzt unseren Ball. Ich hatte ja gesagt, wir versuchen uns den Ball von einer Hand in die andere zu werfen. Das Ganze machen wir in Liegestütz. Kommen also in Liegestützposition, nehmen eine Hand den Ball und werfen uns den in Liegestütz von einer Hand in die andere. Ihr müsst kein Liegestütz machen dabei. Es geht nur darum, Mittelkörper anzuspannen, im Schulterbereich, im Brustbereich, das Ganze abzufangen und zu stabilisieren. Der Arm bleibt tendenziell die ganze Zeit lang. Wenn ihr merkt, das Ganze geht euch zu sehr auf die Handgelenke, dann stehnormale Liegestütz bitte stattdessen. Beziehungsweise wir versuchen nicht den Ball zu werfen, sondern kommt hier zu so einem Schulter-Tapping. Also im Liegestütz zur gegengleichen Schulter-Tippen. Dann habt ihr da nicht diese Dynamik drauf, ihr müsst nicht so abfangen mit den Handgelenken, aber habt trotzdem vom Prinzip her die gleiche Belastung drin. So, und letzte Übung, unsere Bauchübung, werden Toe-Touches sein. Wir versuchen, unsere Beine nach oben Richtung Decke zu strecken und greifen diagonal mit der linken Hand zum rechten Fuß, mit der rechten Hand zum linken Fuß. Immer wieder mal dran denken, irgendwann so nach 30 Sekunden werden wahrscheinlich die Beine nur noch so sein. Da dann immer wieder dran denken, lange Beine. Beine richtig strecken und ihr greift so hoch wie ihr kommt. Wenn ihr irgendwann nur noch an die Schienbeine kommt, völlig okay. Probiert aber die Beine lang zu lassen. Und natürlich solltet ihr trotzdem bei jedem Einzelnen mal tippen, versuchen, den Fuß zu berühren. Okay, die drei Übungen, also dieses Bizepsrudern, im Liegestütz Ball hin und her werfen und zuletzt die Toe Touches im Rückenhacker. So, ihr haltet euch bereit. Es geht weiter
in 10 Sekunden. Denksam angreifen, wir gucken an die Hände, Handflächen zeigen, der Handrücken zeigt weg von uns und wir ziehen mit der Stirn zum Stock. Stirn zum Stock. Ohne dass der Kopf nach vorne kommt. Hälfte geschafft. Denk daran, die Hüfte oben zu behalten. Und Stirn zum Stock. Erste Übung geschafft. Schnappen wir uns unseren Ball oder was auch immer wir werfen. Auch hier Alternative erstmal, um das Ganze leichter zu machen, mit abgelegten Knien. Natürlich wollen wir irgendwann in den richtigen Liegestütz kommen. Ufa. Und hinten, Hintern unten lassen. Toe Touches als dritte und letzte Übung in diesem Set. In Rückenlage, Beine nach oben strecken und diagonal. Linke Hand zum rechten Fuß, rechte Hand zum linken Fuß. Und wir bemühen uns darum, die Beine zu strecken. Beine lang. Richtig strecken Beine. Und versucht hochzugreifen. Hoch mit euch. Erste Runde in zweiten Zeit. Bizepsrunde. Fangen gleich wieder an. Breit halten. Greifen. Im Kammgriff. Und Stirn zum Stock. Hälfte geschafft. Wenn ihr Pause macht, kurz auslockern und nach spätestens 5 Sekunden gleich immer wieder ran. Mal. Komm. So. Liegestütz und Beine. Wie gesagt, ihr dürft den Ball weglassen und stattdessen nur Shoulder-Tapping machen. Und Toe Touches. Letzte Übung. Strecken Beine nach oben. Und greifen diagonal.
versucht auf die Zehen die Füße zu strecken. Es hilft euch dabei, die Beine lang zu lassen. Lasst die Beine lang. Wer Pause macht, gleich wieder weiter. Letzte Runde. Letzte Runde in diesem Set. Dann haben wir erstmal wieder eine Pause und eine neue Übung. Schon über die Hälfte. Sehr gut. Und gut an. Beziehungsweise eigentlich sind es eher Bizeps Curls. Wirklich versuchen aus den Bizeps heraus euch mit der Stirn zum Stock ziehen. Wer Pause macht, gleich wieder hoch. Verweilt da nicht zu lange. Fast geschafft. Komm noch 5 Sekunden. Einmal noch. So. Ein letztes Mal Ball werfen. Letzte Übung in diesem Set. Toe Touches. Beine lang lassen. 40 Sekunden Beine strecken. Haltet durch. Beine strecken. Strecken, strecken, strecken. Kommt. Und auch mit euch. Hälfte geschafft, 20 Sekunden. Danach gibt es Pause. Haltet durch. Und hoch mit euch. Höher greifen. Und lange Beine. Strecken. Letztes Mal. Und geschafft. So. Zweites von 3 Sets geschafft. Sehr gut. Ein Set ist noch vor uns. Und es wird auch nicht einfacher. So, unseren Stock brauchen wir nicht mehr. Der kann schon mal weg. Wir stellen uns unsere Stühle so, dass wir dazwischen Dips machen können. Heißt, irgendwie die Sitzfläche nach vorne gerichtet. Denn Übung Nummer 1, Dips. Wir kommen zwischen unsere Stühle, lange Beine, Hüfte nach oben, wir ziehen die Schulterblätter zurück, versuchen in den Arm einzubeugen und uns wieder rauszustrecken. Erstmal, wenn wir uns ausstrecken, rausstrecken, Hüfte anheben, sodass wir einen 180 Grad aufgestreckten Beinrumpfwinkel haben, also Beinverlängerung des Bauches. Dann kommen wir wieder nach unten und strecken die Hüfte nach oben aus. Achtet bei darauf, die Ellbogen sind eng aneinander, um das Ganze zu vereinfachen. Beine angestellt und trotzdem die gleiche Übung. So, Übung Nummer 2. Eine Variante, wie wir
Butterflies trainieren können, also unsere Brustmuskulatur. Wir brauchen dafür unsere zwei Handtücher, die wir zum untergelegt haben für die Fundanstock als Rutschunterlagen. Kommen auf die Knie im verkürzten Liegestütz auf unsere beiden Handtücher. Folgende Aufgabe: Wir rutschen auseinander und ohne die Arme einzubeugen, also so wenig wie es geht, ziehen wir die Arme wieder zusammen. Hüfte ist aufgestreckt, also nicht irgendwo den Hintern rausstrecken. Hüfte ist ausgestreckt und die bleibt auch gestreckt. Und legen das auseinander und ziehen das über Kraft der Arme wieder zusammen. Versucht so wenig Schwung zu holen, wie es nur geht dabei. Auseinander und wieder zusammenziehen. Wem das Ganze zu viel ist, wer merkt, wir machen das ja jetzt schon am verkürzten Stand, das ist zu heftig, lässt die Rutschunterlagen weg, greift nur sehr breit, richtet die Fingerspitzen zur Seite hin aus und wir kommen in den weiten Liegestütz. Also wirklich extrem weit gegriffen und hier brauchen wir auch diesmal nicht dabei darauf zu achten, dass die Ellenbogen am Körper dran sind, das Kopf würde eh nicht funktionieren. Und wir kommen im weiten Liegestütz runter zum Boden. Achtet wirklich dabei darauf, Fingerspitzen zeige ich mal nicht nach vorne, sondern zur Seite, da wir weitergreifen. So, und zu guter Letzt, letzte Bauchübung für heute, Lemon Squeezers. Lemon Squeezers sind... Wir strecken uns auf, kommen in die Schiffchenposition, also Füße weg vom Boden, Hände weg vom Boden, hocken uns. Nee, das war falsch. Bleiben auf dem Rücken liegen, hocken uns zusammen, strecken uns wieder weg. Hocken uns zusammen, strecken uns wieder weg. Zusammen und wegstrecken. Rücken bleibt die ganze Zeit liegen. Nicht den Fehler, den ich gerade eben gemacht habe, mich versuchen wollte aufzusetzen, sondern wir bleiben mit dem Rücken am Boden liegen, zusammenhocken, versuchen auch wirklich die Schienbeine zu greifen, eine enge Hocke zu machen und wieder wegstrecken. Wenn wir uns ausstrecken, kommt kein Gliedmaß zum Boden. Also Beine bleiben in der Luft, Arme bleiben in der Luft, versuchen uns nur lange auszustrecken. So, die drei Übungen, Dips, unsere Butterfly-Wischübung und zum Schluss die Lemon Squeezers, die ich gerade eben vorgemacht habe. So, jetzt gerade, wie ich das ja am besten mit der Matte mache. Vielleicht nehme ich die doch mal nach hier. Und da ist mir nichts im Weg. So, okay. Letzte Runde. Letztes Set meine ich, drei Runden wieder. In 10 Sekunden geht's los. Wir fangen mit den Dips an. So. Breithalten. Und kommen in die Dips. Achtet dabei darauf, die Schultern immer nach unten zu ziehen, Richtung Sees. Niemals da einsinken. Und wenn wir oben sind, Hüfte komplett aufstrecken. Hälfte geschafft. Das Ganze als einfache Variante, wie gesagt, mit angebeugten Beinen, mit angestellten Beinen. Aber wenn ihr die Kapazität habt, probiert die Beine lang zu machen. Erste von drei Übungen. Butterflies als nächstes. So. Im Kniestand, verkürzter Liegestütz und Arme zur Seite wischen und wieder zusammen. Arme zur Seite und wieder zusammen. Versucht die Arme so lang es geht zu lassen.
Hälfte geschafft. Letzte Übung, Lemon Squeezers. Und auf dem Rücken liegen bleiben, zusammenhocken und alle Viere wieder wegstrecken. Zusammenhocken und alle Viere weg. Versuch die Knie dabei zusammenzulassen. Zwei Runden noch. Angefangen bei Dips. Und auf geht's. Ellenbogen möglichst eng, Schultern weg von den Ohren. Und versucht, wenn ihr oben seid, die Hüfte aufzustrecken. Hüfte aufstrecken. Hälfte geschafft. Fünf Übungen noch insgesamt, keine 5 Minuten mehr Belastung. Dann sind wir durch für heute. Dann kommt nur noch Dehnung. Dann habt ihr es geschafft. Dann haben wir es geschafft. So. Butterflies. Was wir auch alternativ probieren könnten, wäre das Ganze nur einseitig zu machen. Ein Arm macht Liegestütz, der andere wischt zur Seite. Das wäre quasi noch so eine Zwischenübung. Zwischen den gar nicht mehr wischen. Wenn es aber geht, probieren wir mit beiden Armen zu wischen. So, und zu guter Letzt in der Runde, Lemon Squeezers. Denk daran, die Knie zusammenzulassen und eng die Hocke zu gestalten. Beine und Füße die ganze Zeit weg vom Boden. Beine und Hände. Beine und Arme. Mensch. Kein Blut mehr im Kopf. Letzte Runde. Jede Übung noch einmal. Fangen mit den Dips an. Auf geht's. Letztes Mal. Letzte Runde. 40 Sekunden jede Station nochmal durchhalten. Halte durch, kommt. Ich verkürze. Das ist jederzeit erlaubt. Das dürft ihr immer machen, wenn ihr merkt, es geht nicht mehr. Bevor ihr Pause macht, lieber immer einen Schritt zurückgehen.
jetzt mit unseren Butterfly-Derivatchen. Einseitig weiter. Und zu guter Letzt, letzte Übung, letzten 40 Sekunden, genieß sie, dann einmal durch. Und auf geht's in die Lemon Squeeze. Geschafft. So. Trink einen Schluck. Kommt keine Anstrengung mehr für heute. Mach nur noch ein bisschen Dehnung. So, wir kommen erstmal auf den Rücken, legen uns ab, legen die Arme rechts und links neben unseren Körper, Beine wahlweise angestellt oder ausgestreckt, so hinlegen, wie es bequem ist, versuchen den Hinterkopf ein Stückchen wegzuschieben von unseren Schultern, dass wir einen langen geraden Nacken bekommen und konzentrieren uns darauf, tief in den Bauch hineinzuatmen. So dass ihr spüren könnt, wie sich die Bauchdecke hebt und sinkt. Streckt euch komplett aus. Nehmt die Arme über den Kopf, die Beine weg von unserem Gesäß. Machen uns ganz lang, versuchen uns zu recken und zu strecken. So lang ausdehnen, wie es nur geht. Luft auch gehen und, ja, und seufzen dabei und irgendwelche Geräusche machen, die euch entspannen. Und links zur Seite. Stellen die Beine an, dicht ans Gesäß, Fersen dicht aneinander, Beine dicht aneinander. Und wir lassen beide Beine nach links fallen, drehen den Kopf zur rechten Seite, zur rechten Hand hin, gucken dorthin und verweilen so in dieser Lage. Wer die Möglichkeit hat, noch ein Stückchen weiter zu gehen, also wer problemlos mit beiden Knien zum Boden kommt, er legt das oben liegende Knie mal noch so ein Stückchen höher, sodass die Beine nicht mehr aufeinander liegen, greift sich mit der linken Hand das rechte Knie, also legt da noch die Hand drauf
und versucht über das Gewicht der linken Hand das Knie noch so ein Stückchen Richtung Boden zu bringen. Nicht ziehen, sondern wirklich nur die Hand darauf legen, dass da ein bisschen mehr Gewicht ist. Lösen das Ganze. Legen den Kopf an und drehen den Kopf wieder zurück zur Decke. Legen die Beine wieder aufeinander und drehen sie zurück zur Mitte. Richten uns neu aus. Und das gleiche Spiel zur anderen Seite. Beide Beine kippen nach rechts. Heben den Kopf an und drehen ihn zur linken Hand. Lassen die Beine, die Knie zum Boden sinken. Und wenn ihr merkt, ihr kommt mit den Knien völlig problemlos zum Boden ran und ihr wollt noch den Schritt weitergehen, dann legt ihr das oben liegende Bein ein Stückchen weiter nach oben. Legt die Hand, die rechte aufs linke Bein mit herauf. Und nur über dieses Gewicht, was wir da noch auf die Hand geben können, kommen ein Stückchen weiter in diese Gegendrehlage. Versucht mit dieser Ein- und Ausatmung durch euren Körper zu fühlen, wo irgendwo noch was fest ist, wo ihr irgendwo Kraft anspannt oder Muskeln anspannt, Kraft aufbaut und damit vielleicht ein Stückchen weiter noch diese Haltung blockiert, verhindert. Versucht das bewusst zu lösen. Und dann legen wir die Beine wieder übereinander, heben den Kopf an, drehen zurück zur Decke, drehen unsere Beine zurück, greifen unsere Knie, heben den Kopf an, Richtung, also Kinn zur Brust und rollen über unseren gerundeten Rücken vor und zurück. Schaukeln vor und zurück, versuchen den Rücken dabei richtig rund zu machen. Und setzen uns auf. Greifen mit unseren Händen hinter unseren Körper. Fingerspitzen zeigen weg von uns und wir versuchen die Hände schon mal so dicht wie es geht aneinander zu setzen. So, angestellte Beine. Schaukeln wir unseren Unterkörper, unser Gesäß permanent nach rechts und links und versuchen dabei über dieses Schaukeln mit unserem Gesäß nach vorne zu rutschen. Weg von den Händen. Merken, dass wir den Armrumpfwinkel damit aufdehnen, dass wir immer mehr Stress in den Schultern bekommen, bis wir merken, okay, es geht da nicht mehr weiter, ich will da nicht mehr weiter. Dann hören wir da auf, strecken die Beine nach vorne und da angekommen, achten wir nochmal darauf, die Schulter nach unten zu ziehen und strecken den Bauch nach vorne raus, versuchen den Bauch nach vorne zu strecken. Hoch, 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 hoch. Und dann lösen wir das Ganze wieder und ziehen langsam und vorsichtig unsere Arme wieder nach vorne. Kommen in den normalen Sitz und langsam und wirklich ganz langsam und vorsichtig bewegen wir unsere Ellenbogen, kreisen die, bis wir merken, das fühlt sich alles wieder normal an und können ein Stück dynamischer werden. So. Wir legen uns auf den Bauch. Legen unsere Unterarme in so einer U-Halte, also Arme zur Seite gestreckt, mit einem rechten Winkel in den Ellenbogen, sodass die Ellenbogen ein kleines Stückchen über deinem Schulterniveau sind. So, wir kommen in die Schulterdehnung, in die Brustdehnung. Wir legen uns zuerst auf die linke Brustseite. Heißt, den linken Arm lassen wir so liegen. Wir drehen uns nach links, stellen mit dem rechten Bein über und versuchen über die rechte Schulter zur Decke hinzugucken,
Der rechte Arm, der baut sich hier auch auf und dreht ein bisschen mit, stützt mit. Wenn wir merken, das wird irgendwo unangenehm in der Schulter oder im Ellenbogen, dann geht nochmal ein Stückchen raus aus der Bewegung, aus der Drehlage und positioniert den Arm einen Tick anders. Guckt, wo ihr dann es findet, dass es nicht in der Schulter zerrt, sondern nur hier im Brustmuskel. Da darf das gerne diesen, sag mal, angenehmen Dehnschmerz geben, das ist okay, aber nicht im Gelenk. Weder im Ellenbogen noch in der Schulter. Und dann kommen wir zurück, legen uns zurück auf den Bauch, langsam und vorsichtig, um mal rauskommen aus diesen ganzen Dehnpositionen. Anderen Arm, auch hier wieder rechter Winkel im Ellenbogen, versuchen den Ellenbogen ein Stückchen oberhalb der Schulter abzulegen, drehen uns auf den linken, auf den rechten Arm rauf, gucken über die linke Schulter zur Decke, das linke Bein setzt über, der linke Arm drückt in den Boden hinein. Und wir kommen langsam und vorsichtig wieder raus. Und kommen in den Kniestand. Oder in den richtigen Stand. So dass wir aufrecht sind. So, zu guter Letzt fassen wir unsere Finger ineinander, ziehen unsere Arme nach vorne. Runder Rücken, wie in so einer Art Katzenbucke. Wir ziehen die Schulterblätter auseinander, gucken durch die Arme hindurch zum Boden. Viel Platz zwischen den Schulterblättern. Und öffnen unsere Brust. Kommen ein leichtes Hochkreuz, Brustbein nach vorne oben gestreckt, leicht hochnäsige Kopfhaltung. Und Schultern mit unten und wir federn die Arme, Daumen nach unten zeigt, nach hinten. Gleiches Spiel nochmal, Hände ineinander verschränken, Finger ineinander verschränken, in den Katzenbuckel kommen, ganz runder Rücken, ganz viel Platz zwischen den Schulterblättern, alles auseinanderziehen, was dort hinten irgendwie ist. Und wieder in die Gegenbewegung. Leicht das Brustbein nach vorne oben strecken, Bauch rausstrecken. Und wir federn mit den Armen, Daumen nach hinten zeigend, zurück. So. Letzte Sache. Wir legen den Kopf zur linken Schulterseite, greifen mit der linken Hand über den Kopf und greift uns das rechte Ohr. Die rechte Hand, die zieht die Fingerspitzen zur Schulter hin nach oben ran. Der ganze Arm ist gestreckt. Und wir versuchen unseren Hals, unsere Halsseite auf Länge zu bekommen. Versucht hier nicht am Kopf zu zerren. Auch hier legen wir nur Gewicht vom Arm rauf und blockieren quasi den Kopf in unserer Position, wie wir hier sind. Der eigentliche Zug, der kommt über die Hand, indem wir versuchen, die Schulter nach unten zu schieben, mit der Handfläche zum Boden zu drücken. Wir lösen das Ganze wieder. Wir legen unseren Kopf zur anderen Seite, zur rechten Schulter. Rechte Hand greift über den Kopf zum linken Ohr. Wie gesagt, hier nur jetzt blockieren, nur hier halten, nichts weiter machen mit dem Arm. Und der linke Arm, der schiebt die Handwurzel nach unten, Fingerspitzen angezogen. Und wir versuchen die Schulter, die linke, nach unten zu drücken. Und wir lösen es auch hier wieder. Vorsichtig den Kopf anheben. Nehmen wir mal den Kopf nach vorne. Nach hinten. Ja, nach links und nach rechts und einen langsamen großen Kreis
in jede Richtung. Einmal in die eine Richtung. Vorne angekommen. Einmal in die andere Richtung. Langsam und vorsichtig das Ganze. Und Schultern lockern. So, dann war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns demnächst zu einem etwas wieder moderateren Training. Macht's gut!